Ich registriere keine Lebenszeichen, aber es könnten sich dort noch nützliche Technologien oder Informationen befinden. Da ist es. Größtenteils noch intakt. Sie könnten den Aufprall überlebt haben, aber es ist Jahre her. Sieht aus, als wäre es nach dem Absturz verlassen worden. Sie hätten sonst versucht, so schnell wie möglich einen Sender aufzustellen. Nicht so weitermachen. Wir haben der Crew schreckliche Dinge angetan. In ihrem Zustand begreifen sie nicht mal mehr, was wir ihnen antun. Wenn man sie 2 Sekunden ablenkt, vergessen sie, was ihnen angetan wurde, noch bevor man die Blutgüsse sieht. Das muss aufhören. Ich werde mit den anderen reden. So, jetzt sehen wir mal, wie viel Zeit wir beim Hacken haben. Und wie ihr seht, es ist eine Menge. So langsam wie das da oben nämlich abläuft, können wir unterwegs noch einen Kaffee kochen, bevor das bei Null angekommen ist. Credits. Absturz ist ein ordnungsgemäßer Ablauf, nicht zu erwarten. Das ist kein militärisches Schiff. Die Befehlskette einfach eine Stufe nach oben. Seinem Ersatz wird nicht der gleiche Respekt entgegengebracht. Ich hoffe ja, dass der Mann das Zeug dazu hat, aber ich bezweifle es. Schön, dass die Loks überhaupt noch alle funktionieren. Wie hieß sie doch gleich? Sarah? Suzanne? Mein Gott, ich kann mich nicht erinnern. Nicht mal an ihr Gesicht. Wir müssen hier weg, damit ich mich erinnern kann, wieder klar denken kann. Klingt alles nicht so sonderlich gut, ne? Klingt alles echt nicht besonders gut. Wiederhole, Giftalarm. Es droht rascher neuraler Verfall. Hiesige Flora inkompatibel mit menschlicher Physiologie. So wie es aussieht, steht der Sender hier schon eine Weile. Warum sollte jemand Jahre warten, um ein Signal zu senden? Pause im Senderprotokoll beträgt 8 Jahre, 237 Tage und 7 Stunden. Pause gespeichert als Daten gelöscht durch den amtierenden Captain Ronald Taylor. Das stimmt nicht. Mein Vater war erst Offizier. Ronald Taylor wurde in Anwendung der Notfallbefehlsprotokolle befördert. Weitere entdeckte Probleme? Unsicheres Abbremsen, einheimische Nahrungsmittel und neuraler Verfall. Protokolle zur Senderaktivierung. Wer hat das Kommando über das Schiff? Wo sind die Überlebenden? Captain Harris Fairchild wurde bei unplanmäßigem suborbitalen Sinkflug getötet. Der erste Offizier Ronald Taylor wurde daraufhin zum amtierenden Captain befördert. Aber wo ist er jetzt? Der Aufenthaltsort der verbliebenen Crew der Hugo Gernsback ist unbekannt. Bei diesem Sender wurden bereits mehrere Wartungszyklen versäumt. Ich nehme an, unsicheres Abbremsen meint den Absturz. Details bitte. Nach einem unspezifizierten Einschlag und dem daraus resultierenden Ausfall des Unterlichtgeschwindigkeitsantriebs führte die Hugo Gernsback einen unplanmäßigen Sinkflug durch. Mit 465% der theoretisch empfohlenen suborbitalen Geschwindigkeit. Danach bremste die Hugo Gernsback mit 782% der theoretisch empfohlenen Landegeschwindigkeit ab, was zu schweren Schäden an Material und Crew führte. Die hiesigen Lebensmittel beeinflussen die Gehirnfunktion? Zu welchen Effekten führt das? Die Schädigung der Gehirnfunktion aufgrund eines chemischen Ungleichgewichts beginnt nach 7 Tagen der Aufnahme von lokaler Flora als Nahrungsmittel. Unabhängig von Dekontamination oder Zubereitungsmethode. Der Einfluss auf höhere kognitive Prozesse und das Langzeitgedächtnis ist kumulativ und etwa nach einem Monat signifikant. Es ist nicht bekannt, ob der neurale Verfall permanent ist. Diesbezügliche Datensammlung wurde nicht abgeschlossen. Warum wurde der Sender bisher nicht aktiviert? Der Notfallsender wurde 358 Tage und 12 Stunden nach dem unplanmäßigen suborbitalen Sinkflug der Hugo Gernsback betriebsbereit. Die Aktivierung erfolgte per Fernsteuerung 8 Jahre, 237 Tage und 7 Stunden später.
Auf Befehl des amtierenden Captains Ronald Taylor. Pause im Senderprotokoll gespeichert als Daten gelöscht. Kommen Sie, gehen wir. Mein Vater hatte einen funktionierenden Sender und hat fast 9 Jahre kein Signal abgeschickt. Vielleicht ist der neurale Verfall der Grund dafür. Muss wohl nach so langer Zeit. Das werden wir, schätze ich mal, noch früh genug erfahren. Sie sind gekommen? Vom Himmel? Der Anführer hat gesagt, dass jemand kommen würde. Es hat lange gedauert. Aber er hat noch immer Macht. Einige haben den Glauben verloren. Die Jäger, sie haben ihren Stern mit Sicherheit gesehen. Sie werden nicht zulassen, dass sie ihm helfen. Wovon reden Sie da? Das ergibt keinen Sinn. Ich weiß nicht mehr, wie man das ausdrückt. Er ist unser Anführer und wir dienen ihm, damit wir nach Hause können. Aber manche wollen ihn bekämpfen. Sie wurden verstoßen. Er hat sie verstoßen. Deshalb jagen sie seine Maschinen und alle, die ihm helfen. Sie glauben nicht, dass Rettung... Vorsicht! Jäger, Sie werden erst aufhören, wenn der Anführer nicht mehr ist. Umlegen, Handlanger des Lügners! Er wird nicht entkommen! Was geht denn hier ab? Wait a moment. Shotgun auf Entfernung ist nicht gut. Alter. Meine Fresse. Komm mir aber auch ganz schön auf zum Maul. Da bist du mir gerade ein bisschen im Weg. Alter. Das war kein neuraler Verfall, sondern galoppierender Wahnsinn. Mein Vater würde so etwas niemals zulassen. Hier stimmt etwas überhaupt nicht. Sie haben sie getötet, aber jeden Tag kommen mehr von ihnen. Sie wollen kämpfen, aber ich will nur nach Hause. Sie hat den Verstand verloren. Wir müssen jemanden finden, der das alles erklären kann. Na? Ein paar Credits, ein bisschen Munition. Sowas hat man immer gerne. Mal gucken, ob es da noch mehr gibt, wo die hergekommen sind, ne? Komplett ausgeschlachtet. Die Tech gibt langsam den Geist auf. Die Jäger setzen ihn wirklich unter Druck. Ist das eine Ansiedlung? Hoffentlich freundlicher als die Gruppe am Strand. Ich brauche Antworten. Ich bezweifle, dass die freundlicher sind. Sie gehören zur selben Gruppe wie die, die uns angegriffen haben, sind aber friedlich. Es gibt hier keine Männer. Vielleicht reagieren die Geschlechter unterschiedlich darauf und nur die Männer werden gewalttätig. Möglich, aber die Frau am Strand sagte, die Verstoßenen seien als Jäger zurückgekommen. Das klären wir später. Einer von diesen Leuten muss doch wissen, was mein Vater mit all dem zu tun hat. Sie haben sein Gesicht! Er hat versprochen, den Himmel anzurufen, aber der schickt uns nichts! Er hat uns zum Essen gezwungen und damit zum Verfall. Und Sie tragen den Fluch seines Gesichts. Keine sehr angenehme Reaktion auf die Familienähnlichkeit, Jacob. Warum sollte mein Vater seine Crew dazu zwingen, giftige Nahrung zu essen? Was immer hier vorgeht, es muss aufhören. Sehen Sie sich diese Vorräte von verdorbenen Lebensmitteln an. Sie haben seit ewigen Zeiten nur das giftige Zeug von hier gegessen. Das ist doch wohl offensichtlich genug. Er hat ein grausames Gesicht. Dieses grausame Gesicht. Was zur Hölle? Jemand muss sie dazu gebracht haben, das zu machen. Das grenzt an Verehrung. Ja, hier ist ein bisschen Größenwahn. Die Jäger werden sie umbringen. Sie kämpfen, weil er sie verstoßen hat und weil er zu lange gewartet hat. Also wir wissen mittlerweile auf jeden Fall, dass hier etwas nicht stimmt. Da vorne sind Max. Langfristig sicher keine gute Lösung der Disziplinfrage.
muss Gründe dafür gehabt haben. Vielleicht hat er sich nur verteidigt. Na. Sie haben sein Gesicht, aber Sie kämpfen gegen seine Maschinen. Sie könnten das alles beenden. Das... Ich habe vergessen, wie man liest, aber das war der Anfang. Was er versprochen hat und was Sie mit uns gemacht haben. Wir brauchen den Himmel. Bringen Sie uns zurück zum Himmel. Jacob, was steht da drin? Es ist ein Logbuch der Crew. Manche von ihnen waren der Ansicht, dass die Reparatur des Signals zu lange dauerte. Sie hatten Angst, die Vorräte könnten ihnen ausgehen und sie würden wegen des Verfalls den Verstand verlieren. Mein Vater hat die Vorräte des Schiffes für sich und die Offiziere rationiert, damit sie nicht befallen werden. Alle anderen mussten die giftige Nahrung essen und konnten nur auf spätere medizinische Hilfe hoffen. Der Rest ist eine Liste der Toten. Einige wenige haben wegen der Entscheidung gemeutert. Mein Vater und die Offiziere haben die Max auf sie gehetzt. Er war keine Führungspersönlichkeit und das war sein Problem. Er konnte die Crew ohne Gewalt nicht mehr unter Kontrolle halten. Das war nicht das Ende. Es folgten weitere Vorfälle und drakonische Strafen. Als wären die Leute Vieh oder Spielzeug. Nach einem Jahr waren alle männlichen Crewmitglieder entweder verstoßen oder tot. Die Frauen wurden abgesondert und den Offizieren als Haustiere zugesprochen. Und nachdem der Sender repariert war, gab es auch unter den Offizieren Todesfälle. Nachdem. Mein Vater übernahm die Kontrolle und hat das Ganze nicht beendet. Steht etwas darüber da, ob man die Effekte der giftigen Nahrung behandeln kann? Nein, aber es sieht mir nach der richtigen Entscheidung aus. Denn wenn jeder darunter leidet, wer soll dann den Sender reparieren? Und dann käme keiner mehr hier weg. Aber sie haben ihn repariert. Und das Signal wurde erst jetzt gesendet. Langsam durchschaue ich die Hintergründe. Steht da, warum Männer und Frauen getrennt wurden? Oder ist es so schlimm, wie es aussieht? Nein, es wird dann immer unzusammenhängender. Möglicherweise sind die Männer schon früh gewalttätig geworden. Aber so wie es hier aussieht, ist das mit den Jägern noch nicht sehr lange aktuell. Für das, was er hier zugelassen hat, Shepard, fällt mir keine Rechtfertigung ein. Wir haben keinen der anderen Offiziere gesehen. Hat er sie umgebracht? Nach dem Absturz waren noch 5 von ihnen übrig. Mediziner, Ingenieure, welche von der Brücke. Also war es eigentlich kein Problem, den Sender zu reparieren und die Sicherheit der Crew zu gewährleisten. Etwa einen Monat nach der Reparatur des Senders sind alle innerhalb von einer Woche gestorben. Warum jetzt der Ruf nach Hilfe? Die überlebenden Männer haben sich verändert. Alles, was er getan hat, fällt jetzt auf ihn zurück. 9 Jahre. Warum hat er es nicht rückgängig gemacht? Ich muss diesen Mann finden. Ja, ich will diesen Mann auch finden. Hier stimmt nämlich etwas nicht. Und zwar ganz und gar nicht. Und darauf wollen wir alle eine Antwort, ne? Weg da, weg da, weg da, weg da! Die Leiche wurde bewusst so aufgestellt, wie eine Warnung. Die Neuen wurden da liegen gelassen, wo sie umgefallen sind. Die Jäger. Ich glaube hier, dass der Vater von Jacob uns hier gerade anflunkert. Was der da gelabert hat mit von wegen. Ich bin erst angekommen und so. Da hat Jacob auch recht. Wenn ihr es nicht mitbekommen habt, ich habe ja die Untertitel an. Da konnte man es gerade lesen. Auch nur dadurch habe ich gerade mitgekriegt, was er gesagt hatte. Dass es jetzt ein bisschen spät ist, um sich irgendwie zu entschuldigen. Außerdem wissen wir jetzt eh schon mehr als genug. Oder halt eher zumindest das meiste. Aufpassen! Ich
So, Schnauze halten jetzt. Das nehme ich mit. Also, wie ich die Munition natürlich mitnehme. Die Schwerkörper. Das sind immer noch welche. Alter, wie viele sind da denn? Er hatte seinen Spaß und jetzt will er weg. Dreckskerl. Ja, wenn die Scheiße am Kochen ist. Kacke am Dampfen. So passt's eher. Kann nicht anvisieren. Boom! Das war's für dich. Au, 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 au! Au! Nein! Ich hocke hier verdammt ungünstig. Ja, das war aber auch wieder gerade irgendwie, weiß nicht, ich werde von hinten getroffen und was macht Shepard? Er taumelt nach hinten. Etwas, das gar keinen Sinn ergibt, aber sowas hatten wir ja schon mal bei einer Explosion. Dass ich in die Explosion reingezogen wurde, anstatt weggestoßen. Also quasi ist das Ganze alles in sich zusammengefallen. Ach, was weiß ich. Keine Ahnung.